Ja, zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Remastered Edition Gegenschlag auf Seiten der Sowjets. Ganz genau, liebe Leute, und wir waren ja beim letzten Mal hier in Mission, was hab ich raten, 7 angekommen. Und ja, Soldat Volkov, Leute, würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Das hört sich interessant an, der Name. Und ja, machen wir einfach mal weiter hier, so. Ich nehme es nach wie vor an diesem Samstag auf. Und ja. Gut, Leute. Die Alliierten haben einen neuen Panzer. Eine neue Panzerung gestohlen. Damit können sie Gebäude nahezu unzerstörbar machen. Ihre Verarbeitungsanlage muss zerstört werden, okay. Für eine solch wichtige Mission stellen wir ihnen den Soldaten Volkov an die Seite. Aha. Lassen Sie ihn und seinen Hund das Kontrollzentrum der Alliierten sabotieren, sodass unsere Truppen im Südosten Zugang zu der Verarbeitungsanlage erhalten. Die Mission ist erfolgreich, wenn Volkov das Kontrollzentrum und die Einheiten und unsere Einheiten die Verarbeitungsanlage zerstört haben. Aha. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Okay, langsam. Was ist das denn? Okay. Oh, das sind aber krasse Leute hier. Okay, cool. Wir haben einen Volkov und seinen Hund. Schitzkoi. Okay, Schitzkoi. Da unten ist doch schon. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Oh. Heftig. Okay, eine sneaky Mission, Leute. Direkt mal zum Anfang der Folge hier. Interessant, muss ich sagen. Oh. Och, Shop. Ach, die kann ich. Ah, die kann ich steuern. Ah, cool. Okay. Die kann ich also steuern. Ja, dann sammelt euch mal da vorne. Dann fahrt mal ein bisschen nach da vorne und ja. Der Volkov, der kann mal da warten. So. Alles klar, cool, Leute. Wir müssen einfach nur hier rein eigentlich, ne? Feindliches Gebäude. Warum sind die grün? Ach du, ey! Ah! Oh, zum Glück hat der, oh Gott sei Dank, ey. Zum Glück hat der einen ordentlichen Schuss, der Kamerad hier. Boah. Ach du, was zur Hölle? Boah, zum Glück kann der Panzer abschießen. Oh, das ist ja mal mega geil hier. Krass, Mann. Wissenschaftler. Und hier den auch bitte. Den da hinten. Den da. Den Arzt, so. Ja. Oh, was zur Hölle? So, wir haben auf jeden Fall eine Heilkiste, das ist schon mal gut. Ah, gut, kommt. Dann, der hat auch C4 Sprengstoff, genau. Was zur Hölle? Minen! Tretminen! Ach du Kacke. Was soll das denn, Leute? Das ist ja mega sneaky hier. Nicht da reinlaufen, Gottes Willen. So, die gehen drauf, oder? Nein, nicht der Hund. Ach, Gott sei Dank. Okay. Auf den Jeep. Und Bots, Bots. Sehr gut. Boah, zum Glück kann der Panzer platt machen, ey. So, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen... Oh, was ist das da? Ah, da können wir direkt da drauf schießen. Da. Jetzt kriegen die Alliierten natürlich ihre Verstärkungstruppen. Ne? Ist klar, Leute. Nicht wir, sondern die Alliierten. Kriegen jetzt Fallschirmtruppen. Das ist. Jetzt schießt den doch ab, Mann! So. Ah, kriegst du schon hin hier. So. Da kommt der Jeep. Platt machen. Butz, 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 butz. Geil. Geiler Typ, ey, Kon Volkov. Richtig geiler Typ. Ah, der Hund kann direkt alle platt machen, die da rauskommen. Schon mal gut. Da, butz. Und das Ding können wir platt machen hier so. Und ja, was ist das da für einer? So. Egal, der kann nichts ausrichten. Ja, dann haben wir es ja gleich schon. Ah, was ist das, was? Scheiße. Das ist eine Basis. Oh mein Gott, da ist eine Basis. Okay. Ja gut, egal. Dann muss ich jetzt hier wahrscheinlich mit den Einheiten drauf los. Gut, dann nimm die Einheiten und Wutz, genau. So. Und weg damit. Weg dem Scheiß da. So. Die müssen reichen, die Einheiten, Mann.
Es sind nur Alliierte, mein Gott. Oh, Butz. Und Butz. Leute, warum verliere ich hier alle meine Einheiten? Was soll denn das? Boah. Ey, die halten mehr aus, die Türme. Unfassbar, Leute. Boah, die halten... Oh, was? Ich verliere meine ganzen Einheiten hier. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Muss ich das nochmal neu? Was zur Hölle? Ja, muss nochmal neu. Verdammt. Scheiße. Oh, verdammte Kacke. Okay, also ich muss da vorsichtig sein. Ich merke schon, ja. Okay, alles klar. Ja, anders, was anderes können die Alliierten ja auch nicht, ne? So, einfach platt machen, die Scheiße. Okay, na gut. Dann muss ich da erstmal stehen bleiben, okay. Alles klar. Ach, das da oben, das war, glaube ich, dieses Krankenhaus da, das war, glaube ich, das Dings, oder? Diese Forschungsanlage da. Ja. Coole Mission, ja, dass man auch diese Türme hier nicht platt kriegt. Es ist natürlich... Da muss ich die also hier stehen lassen. Okay, ich verstehe schon. Das war ein bisschen zu ungestüm gerade. Aber gut, liebe Leute, kriegen wir schon hin. Der Volkov, der ist ja ein cooler Typ. Muss man ja sagen. Der kann ja auch auf Panzer schießen. So, Hutz, geht damit. Ja. Der Hund, ja, okay. Der Hund. Und du gehst auf den Panzer. Ja, sehr gut, Leute. Schön aufteilen, die Arbeit. Ja, der Hund, der kann auf den Arzt. Hallo? Ja, sehr gut. Und dann hier, zack. Genau, zack. Ja, sehr schön, Leute. Haben wir jetzt die Kirche nochmal? Was zur... Ja, genau, die... Jetzt kommt wieder die Stelle hier. Mit den Tretminen. ja, wobei, lass die uns mal den Weg ebnen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, perfekt, Leute. Cool. So ein sneaky Ding hier, ey. Ja. Na dann. Sehr gut. Batz, Batz und Batz. Sehr schön, Leute. Soldat Volkov. Interessant. So, der kann dann die Jeep platt machen, genau. Und Batz. Sehr gut. Und dann direkt hier oben hin. So weit war es ja nicht weg. Ja. Ja, dann direkt da drauf und Botz. Sehr gut. Der Hund kann direkt. Genau. So. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Was zur. Wo wird unser Stützpunkt angegriffen, bitte schön? Oh Gott, Hund, geh mal da raus. So. Butz, Butz. Butz, Butz. Oh, Butz. Butz, Butz, genau. Warum kam da gerade eben diese Meldung? Stützpunkt wird angegriffen. Hä? Na gut, egal. Ist auf jeden Fall interessant. Ich würde sagen, das speichere ich mal. Mission 7 schon, ne? Get on. Krass, Leute. Mission 7 schon, ja. Es ist richtig weit, sind wir schon. Oh Gott. Ja, wobei, die Bunker kann ich ja platt machen, ne? Ich kann die Basis platt machen, theoretisch. Die Bunker bringen ja nichts gegen den. Ha, geil, die Bunker bringen ja nichts. Ja, genau. Würde ich sagen, mach den Bunker aber platt. Ja, obwohl, mach mal vorsichtig. Ja, die Trucks mal bitte platt machen. Was ist da drin? Eine Heilung, sehr gut. Volkov, mach den Bunker platt. Beziehungsweise zuerst mal diesen Panzer da. So. Den Bunker. Sehr gut. Was ist das? Das ist... Nee. Nee, das ist das nicht das Gebäude. Okay, krass. Egal, Leute. Nee, mach das mal erstmal kaputt. Ich speichere das Ding erstmal nochmal. Bevor das irgendwie falsch ist oder so. Und, das ist aber wieder eine Kiste drin. Die werde ich mir aufsparen. Was? Chitskoi, ja. Gut, dass die Bunker dagegen keine Chance haben, ey. Wirklich. So, schaut euch das an, ey. Die Bunker, die sind machtlos. So, liebe Leute, dann weiter.
Geil, das ist eine richtig geile Einheit, Leute. Der kann hier alles platt machen. Volkov-Kollege, ja. Richtig geil. So. Schieß mal auf den Sammler. Putz, putz, ja. Sehr schön. Da ist noch ein Sammler. Sammler platt machen, los. So. Putz, 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 putz. Geil. So. Den Bauhof, den mache ich gleich platt. Aha. Und dann diesen Bunker da noch. Das geht mir alles ein bisschen zu langsam gerade. So. Egal. Und den Bauhof auf jeden Fall mal platt machen. Ja. Da. Bleib du mal da stehen. Oh nein, um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Einfach den Sammler platt machen. Gut, egal. Würde ich mal sagen. Ja, wir sind fast am Ende, ne? Da ist eine Tanja! Was zur Hölle? Da ist eine Tanja. Was zum Teufel, ey? Ja. Ah, putz, 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 putz. Ja, okay, Leute, dann ist der Hund gleich da. Geld! Wozu brauche ich denn Geld, Leute? Naja, gut, egal. Dann macht man doch da mal die Energie da platt. Dann ist das hier eine Heilkiste, ne? Genau. Und weg damit. So, weg damit. Weg mit der ganzen Energie. So, der Hund, da kann man die wenigen da platt machen. Da ist das Krankenhaus. Oder was ist das? Verarbeitungsanlage. Das, da müssen wir rein. Okay. Weiß ich Bescheid, Leute. Boah, gehen wir da weg. Lass mal den Gummipanzer. Der haut einfach ab, ja, okay. Dann, allerdings frage ich mich gerade, wie ich da rein... Oh! Da ist ein grünes Technologiezentrum. Okay. Interessant, Leute. Der Sammler, ja. Der braucht leider zu lange zum Sterben. Das ist das Ding. So, dann macht die Raffinerie platt. Und lass dich nicht von dem Sammler überfahren. Ach geil, der ist mit draufgegangen. Ja, okay, dann. So, kurz. Der andere auch. Okay, cool. Dann würde ich sagen... Putz, putz. Würde ich sagen, speichere ich das Ding nochmal kurz. So ein 7. Und dann würde ich sagen, geht das platt? Ja, cool, okay, geil. Na dann. Dann können ja jetzt theoretisch... Ja, jetzt können die Einheiten mit rein. Sehr, sehr gut. Aber wie soll denn der Volkov dahin? Ach du. Nee, wie soll denn der Volkov jetzt dahin kommen? Kommt da ein Hubschrauber oder so? Gut, egal, auf jeden Fall können wir jetzt hier die platt machen. Melde mich wie befohlen. Verarbeitungsanlage, ja. So, einfach alle nach einer nach dem anderen. So. Dann haben wir jetzt nämlich auch eine Chance dagegen, ey. Die anderen Türme sind nämlich auch weg. Boah. Mach die alle platt da los. Boah. Jetzt ist das ja nicht mehr so schwer. Nee, jetzt ist das nicht mehr so schwer hier. So. Boah, du Penner. Gut, egal. Die Mission ist geschafft, wenn... Das Kontrollzentrum und unsere Einheit... Ah! Das war's schon. Das war's schon mit der Mission. Ja, geil, okay. Dann. Coole Mission. Easy. Auch wenn ich sie einmal neu starten musste, aber geht schon, Leute. Was zur Hölle? Warum hat das gehangen? Oh, schneller. So. So, putz. Einfach drüber fahren und hier platt machen. So. Und putz. Und hier das Ding. Das Ding müssen wir platt machen, Leute. Die Weiterverarbeitungsanlage. Und Mission erfolgreich. Yes, sehr schön. Geil. Boah, Mission 7 der Russen ist schon durch. Ja, Tanja. Tanja Adams, ja. Die haben wir platt gemacht. So. Ach, der Ohrwurm, ey. Jetzt habe ich wieder den ganzen Tag einen Ohrwurm von dem Lied. So, liebe Leute, abschließend Österreich, Bonusgalerie freischalten, Soldat Volkov, okay. Boah, schaut mal, 118 Alliierte platt gemacht, ey, krass.
Na gut, okay, dann würde ich sagen, bitte keinen Spoiler. Ich möchte am besten einfach nur. Gut, okay. Einsatzzeit beginnt. Mit Zeit! Was ist das denn für ein Scheiß? Immer so Sneaky-Mission bei den Russen. So, perfekt für jede Gelegenheit. Original Anstecker der Alliierten und Sowjets, die für Werbezwecke verwendet wurden. Och, geil, ich will so eins haben. Ich will die Dinger haben, Leute. Kann man die irgendwo kaufen? Die sind geil. Gut, Leute, Missionsauswahl. Schon bei Mission 8. Schon bei fast der Hälfte. Ja gut, noch nicht ganz, aber. So, Österreich, die Spitze der Welt. Bin ich mal gespannt. Das ist ja auch wieder so eine scheiß Zeitmission, ne? Gut, egal. Und auch wieder mit weißem Hintergrund. Ja, egal. Eine wichtige Ladung, die sich in diesem Versorgungstruck befindet, muss zur Station an der Spitze des Berges gebracht werden. Okay. Die Alliierten blockieren den Weg dorthin. Lassen Sie sich davon nicht aufhalten. Die Ladung muss unbedingt ihren Zielort erreichen. Erschwerend kommt hinzu, dass mit der einsetzenden Nacht auch die Temperatur drastisch gesunken ist. Die Alliierten sind darauf vorbereitet. Unsere Einheiten sind es nicht. Okay. Ihre Truppen halten diesen Bedingungen nicht lange durch. Infanteristen überleben 20 Minuten in der Eiskälte. Die Motoren der Fahrzeuge fallen nach einer Stunde aus. Ach du Scheiße. Sie haben nur wenig Zeit, beeilen Sie sich. Einsatzzeit beginnt. Okay, Leute. Moderat. So. Gut. Gut, alles klar. Dann macht jemand diese Flak da platt. Oh. Ah, ich dachte schon, wir hätten Tesla-Einheiten. Ah. Ach, diese Mission. Ich glaube, ich kann mich daran so vage als Kind erinnern. Ja. Ich kann mich da so vage dran erinnern. Dass diese Mission irgendwie schwer war, ich weiß nicht. Irgendwie. Irgendwie war das so, ja. Spitze des Berges, okay. Das ist ein Kampfpanzer. Ah, oh, weg damit. Ah, oh, sehr schön. Und putz. Sehr, sehr gut. Also wir müssen einfach alles platt machen, was hier auf dem Weg ist. Okay. Die Frage ist halt, wo ist die Spitze des Berges, ne? Das sagen sie uns ja auch nicht. Naja gut, da ist auf jeden Fall noch eine Flak. Die könnt ihr erstmal platt machen. So. Vor allem die Raketenwerfer. Genau, putz, putz und weg damit. Sehr schön. Ich habe einen Hund. Warum habe ich einen Hund? Wozu brauche ich Hunde, ey? So. Na gut, egal. Gut. Da ist ein Mannequin. Dafür kann ich die Hunde gebrauchen, okay. Ja. So, liebe Leute, dann machen wir diese Flak da im Arsch. So. Putz und weg. Sehr schön. Weiter geht's, Leute. Wir müssen uns hier durch die Alpen kämpfen. Genau, wir sind in Österreich. Und ja, das sind die Alpen, wo wir hier sind. Deshalb ist das relativ interessant, muss ich sagen. So. Gut. Da kann aber der Raketenwerfer drauf schießen, oder? Ui, hier. Okay. Da kann der Raketen. Genau. Da kann auch ein Raketenwerfer drauf schießen, theoretisch. Moment, bleibt mal da. Bleibt mal da, bitte. Raketenwerfer nicht in den Turm fahren. Seid ihr des Wahnsinns? So. Dann macht ihr mal da alles platt, bitte. Und der Truck, der kann mal mitkommen hier. So. Ihr sollt den Turm da im Arsch machen. Nicht auf irgendwas anderes schießen. Panzer, komm mal da raus, bitte. So. Auf die Mannequin kannst du schießen, ist kein Thema. So, Grenadiere. Guck mal bitte hier hin und mach mal diesen Penner da im Arsch. Was macht der denn? Was zur Hölle? Kommt der denn auf einmal her, ey? Kommt der denn auf einmal her? Ja, ich glaube, das war diese Mission, ja. Die ich als Kind gespielt habe. Genau, auf der PlayStation damals noch, ey. Das waren noch Zeiten, Leute. Aber macht den jetzt endlich mal kaputt. Könnt ihr den mal im Arsch machen? So, sehr gut. Fahrt ihr mal bitte da hoch und kann ich aber schon ein bisschen schneller machen. Speichern Mission 8. Krass. Add-on. So, Leute. Einsatz gespeichert. Die Russen gehen anscheinend echt schneller, habe ich das Gefühl, ne? Wie die Alliierten damals. Ja.
Genau, schön die Flak abballern. Sehr gut. Ja, macht sie kaputt. So. Oh, Spionageflugzeug, Fallschirmbomben. Nice, Mann. Nicht schlecht, Leute. Das ist echt gut. So, dann bin ich mal gespannt. Der hat da wohl einen Schattengenerator oder so, ne? Oh, dann alle drauf da. Los. Ah, Artillerie platt machen. Los. So. Aber da muss ja auch irgendwo ein Flugfeld für stehen, oder? Habe ich hier irgendwo ein Flugfeld? Nö. Keine Ahnung. Na ja, gut. Dann. Was zur... Ach, diese Tricksartillerie. Alle meine Minikin weg, ey. So. Ach, du Scheiße. Was zur... Ey. So. Was zur Hölle? Leute. Ach, diesen Scheiß... Mach diesen scheiß Schattengenerator da weg, ey. Das ist ja wohl nicht wahr. Oh, ey, das Ding nervt, ne? So. Ich hab nichts mehr. Scheiße. Ich hab nichts mehr. Oh mein Gott. Ihr habt nur noch zwei Mammuts. Ja, also so langsam, Leute, wird's ein bisschen happig, muss ich sagen. Langsam wird's happig, muss ich sagen. Boah. Das war jetzt gerade ein heftigerer Kampf, ey. So. Helft mal. Ja, lasst euch ruhig abballern. Mein Gott. Einheiten. Ich würde sagen, ich sollte, glaube ich... Was zur... Jetzt mach den Scheiß im Arsch da. Mann. Hör auf, dich zu bewegen, Penner. Na gut, egal. Gut, der ist schon mal weg. Schon mal gut. Boah, nein, 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 nein. Du kommst mal zurück. Du kommst mal zurück. What? Boah. So, Spionageflugzeug. Spionier mal bitte da für uns. Ich muss mich mal ein bisschen heilen hier, ey. Boah. Mit Schattengeneratoren. Wie soll ich das denn machen, Leute? Wie soll ich das denn machen? Seid ihr bescheuert? Mit drei Einheiten. Wie soll ich das denn machen, ey? Ja, ich kann es versuchen mit einem Fallschirmbomber, aber ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Ich weiß nicht, ob das... Mit zwei Mammuts. Wie soll ich das denn machen? Scheiße. Mit zwei Mammuts? Da oben. Technologiezentrum. Muss ich da hin? Da muss ich hin, ne? Boah, da stehen zwei Türme. Das ist der Scheiß, Leute. Zwei Türme. Und ein Panzer noch. Das kann man eigentlich vergessen. So, und raus da. Raus da, raus da, raus da. Lässt du meinen Panzer in Ruhe? Boah. Ja, doch nicht so einfach. Nicht so einfach, absolut nicht, Leute. Nicht einfach. Jetzt kann ich warten, bis die Mammuts aufgeladen sind. Toll. Ja, aber eigentlich... warum ist hier noch viel Karte? Warum ist hier noch ein Stück Karte, Leute? Gibt's hier keine Heilkiste oder so? Ich habe nichts mehr an Einheiten übrig, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da muss ich mich jetzt echt Schritt für Schritt hier voranpirschen. Der Mammut ist grün, das ist schon mal sehr gut. So, ich habe keinen Bock auf diesen Turm da, ey. Eigentlich gewinnen ja locker zwei Mammuts. Oh, zwei! Zwei sind echt scheiße, Leute. Oh, Mann. Na, toll. Dann... zwei Panzer. Was zur Hölle? Mann. So. Spionageflugzeug, kann man da oben hin, bitte? Boah, was ist das denn für eine Mission? Na, toll. Das ist natürlich ein scheiß Schattengenerator, ne? So, wo ist denn das? Wo ist denn das?
Nach 20 Minuten. Sie haben nur wenig Zeit. Ja, toll. Was soll ich denn machen? Ich muss warten, bis die Mammutpanzer sich reparieren. Ey, verdammt nochmal. So. Noch ein Gummipanzer? Dein Ernst? So, egal. Ich habe noch einen Fallschirm, noch Fallschirmbomben. Ich probiere es einfach mal dahin. Puh, keine Ahnung. Also, ja. So. Da oben sind auf jeden Fall noch Mannequin. Oh, das war gar nicht mal so schlecht. So. Da ist auf jeden Fall noch ein Turm irgendwo, ne? Irgendwo ist da noch ein Turm, Leute. Ja, ja, das ist... Das sind auch noch zwei Panzer, ne? Nee, kannst du vergessen. Das schaffe ich nicht. Gut, dann fahr einfach da oben hin. Dann fahr einfach da oben hin. Da muss ich gucken. Muss ich gucken, ob der vielleicht sogar durchkommt. Ne? Pff, unmöglich. Ey. Ja. Oh, komm schon. Alter Schwede. Ach, jetzt ist da noch... Leute. Oh, Mann. Was ist das denn für ein Scheiß? Wie soll ich das denn machen? Diesen kleinen Einheiten. Jetzt mal ehrlich. Gut. Alles klar. Hier habe ich noch alles an Einheiten übrig. Okay. Gut. Dann muss ich mal irgendwie versuchen, hier weiterzukommen. Ey. So. Aber erstmal am besten mit den Mannequin ein bisschen vorfahren, ne? Erstmal ein bisschen mit den Mannequin vorarbeiten, ja. Putz, putz, putz. So. Grenadiere, so. So, ihr macht die bitte im Arsch. So. Nicht drüber fahren, ja? Ach, du Penner, ey, wirklich. So, da sind wieder ein paar Einheiten. Ja, toll. Danke, du Sack, ey. Wirklich. Dann macht er einfach mit einem Schuss meine vier Flammenwerfer im Arsch. Gut, aber ich habe ja Raketenwerfer, ne? Ich habe ja Raketenwerfer. Jetzt hör mal auf, dich zu bewegen, Mann. So. So, Wutz. So, raus da. Und jetzt macht ihr mal bitte diese Einheit da im Arsch. So. So. Dann werde ich jetzt nämlich mit den Raketenwerfern mal dahin fahren. Sodass sie da vielleicht die ein oder andere Einheit schon mal platt machen können. Nein, aber nicht so. Aber nicht so, Leute. Absolut nicht. Ja, shit, Mann. Der fährt auch die ganze Zeit hier rum, ne? Der will mich echt nerven, habe ich das Gefühl. Gut, egal. Jetzt lass dich mal platt machen, ey. Das ist ja wohl nicht wahr. Oh. Na gut, dann Flammenwerfer, machen wir diesen Schützen da im Arsch. Da muss ich echt auf meinen Dings warten. Spionageflugzeug, ja. Da muss ich nämlich hin. So. Was zur... Was machst du denn da? Bleib doch einfach da stehen, Mann. Und mach den platt. So. Kannst doch drauf schießen. Ja, sehr schön. So. Weg mit dem Scheiß. So. Hallo? Wie dreist ist das denn? Boah! So, Spionageflieger ist ready. Das ist schon mal gut. Und die Bomben auch. So. Da. Da drauf. Genau, auf diese Scheißeinheiten da. Da kommt noch ein Mannequin. So. Jawoll. So, sehr schön. Alles klar, dann kann ich jetzt mit denen rein. So. Ach, dieses Drecks-Mannequin platt, ey. So. Alles klar, liebe Leute. Ja, natürlich. Danke, du Penner, ey. So. Weg damit. So. Gummipanzer platt machen. So. Und am besten hier die Kacke da. Los, wegmachen. Wegmachen. Alles platt machen. So, diese Scheiße da auch. Was zur... Okay,
Aber jetzt habe ich ein bisschen was mehr an Einheiten. Ja, hoffe ich zumindest mal, ey. So. Und rums. Mach die Scheiß platt. So. Boah, ja. Ja, definitiv. Also jetzt habe ich mehr Einheiten. Das ist schon mal gut. Das werde ich mal speichern. Mission 8 Add-on. Oh, ich hasse so sneaky Missionen, ey. Wirklich. Komme ich jetzt wieder an die Stelle, oder was? So, muss ich nochmal gucken, Leute. Ich weiß, wir überziehen gerade ein bisschen, aber diese Mission möchte ich ganz gerne noch schaffen. What the hell? Nein, 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 nein. So. Alles klar, dann muss ich einfach die Raketenwerfer dafür nutzen. Alter, der nervt, ne? Seine scheiß patrouillierenden Panzern da. So, der Raketenwerfer, der kann da drauf schießen. Ist schon mal sehr, sehr gut. So, schon mal gut. So. Kann der den platt machen. So. Sehr gut. Bisschen weiter nach vorne. Bis die da drauf auf irgendwas feuern können. So. Einfach Schritt für Schritt, ey. So. Bumm. So. Liebe Leute. Und dann bumm. So. Ich habe keine Ahnung, worauf die schießen. Aber das wird schon klappen. So. Ah, sehr, sehr gut. Bam. So. Sehr, sehr schön, Leute. Boah, ey. Boah. Diese Mucke. So. Und rums, weg damit. Ah. Scheiße. Und bumm. So. Boah. Leute. Gut, jetzt habe ich aber zwei Raketenwerfer dabei. Das ist gar nicht mal so schlecht. So. So, gut. Könnt ihr noch woanders drauf schießen? Liebe Raketenwerfer. Ich habe keine Ahnung, ich schieße einfach mal ins Blinde. Einfach mal ins Blinde gefeuert. So. Gibt es da irgendeinen Turm oder so? Da gibt es doch bestimmt noch einen... Ja, ja, seht ihr? Da gibt es noch einen Turm. So. Nein! Oh. Scheiß Raketenwerfer, ey, Mann. Dass die auch da in die Range fahren müssen, ne? Aber egal. Leute. Der Turm ist auch weg. Ich glaube, dann kann ich dir den jetzt abwarten, ja. Bis der den anderen Turm noch platt macht. Ja, eine sehr sneakige Mission hier, Leute. Aber das gehört halt zu Command & Conquer anscheinend irgendwie dazu, ne? Was wäre Command & Conquer, wenn es keine Sneaky-Missionen geben würde? So, dann habe ich zwei volle Mammuts. So. Zwei volle Mammuts und ein Raketenwerfer. Das ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht, ey. So. Eine noch. Komm. Zier dich nicht. So, Bunz, genau. So. Dann können wir jetzt nämlich ein bisschen weitergehen, Leute. So, der visiert irgendwas an, das ist schon mal ganz gut. So. Ja, ja, schaffen wir schon. Dann schieß mal da drauf, was auch immer. Wo auch immer du da drauf schießen möchtest. So. Der kann man da oben hin. Spionageflieger ist fertig, sehr gut. Da sind Minikin noch, ja. Ja, alles klar, dann können wir da mal hin. Ja. Und Bots. Weg mit dem Mannequin. Und weg mit dem. Noch ein Gummipanzer. Okay, jetzt muss es schnell gehen, Leute. Ist noch ein Gummipanzer. So. Ja gut. Alles klar. Dann. Was zur... Da sind noch Einheiten. Ich fasse es nicht. Da sind noch mehr Einheiten. So. Was zur... Verdammt nochmal. So. Fallschirmbomben. Was hat mich da eben abgeballert, Mann? Wo schießt der da drauf? Da unten irgendwo. Ja. Da ist ein Turm. Ah, deshalb. Ja, okay, dann. Easy. So, Leute. Ja. Gut, wir sind fast da, Leute. Wir sind fast da. Ja, aber ich frage mich, warum hier noch so viel Karte ist. Da laufen Mannequin rum. So, dieser Scheißturm ist weg. Ist schon mal gut.
Alles klar, meine Güte, ey. Ah, da ist es wieder, der Original-Soundtrack von Gottes Segen. Scheiß Schattengenerator, ey, das nervt. Der nervt wirklich. Gut, liebe Leute, wir sind bei 35 Minuten. Oh, Leute. Das kann doch jetzt echt nicht mehr wahr sein. Ja, toll. Ich hätte es speichern sollen, ich Idiot. Ja, gut. Dann. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und rum's da. Ruf da, los. Oh, ich mache heute 40 Minuten Folge draus. Ich will diese Mission noch schaffen, Leute. Und rum's da, weg damit, genau. Boah. Das kann nicht wahr sein. Ich speichere das Ding einfach mal. Mit Gottes Segen muss das doch klappen, ey. So, fahr da durch. Das muss klappen jetzt. Hier muss ein Weg sein, oder? Moment, warte mal, das Spionageflugzeug. Ja! Ja, Leute! Gottes Segen, komm! Mit Gottes Segen schaffen wir das jetzt. So, ja, der Mammutpanzer ist weg. Boah. Mit Gottes Segen schaffst du es, komm! Oh, Gott sei Dank. Ja, Mann. Haben wir es jetzt? Oh, Gott sei Dank, wir haben die Mission. Yes, Mann. Elektrotherapie. Oh, Gott sei Dank. Das war wirklich der letzte Bereich hier. Ach Gott. Okay. Salut, Tavarisch. Gratuliere zu Ihrem großen Erfolg in Österreich. Verzeihen Sie, dass mein Interesse an Ihrem Erfolg etwas persönlich ist. Sie haben mich rehabilitiert. Sie sind mein Freund. Und ich werde auf Sie trinken. Scheint fast so, als hätte ich das schon getan. Du hast mir dann ja Tavarisch. Der Typ ist so geil. Wirklich, ich feiere den voll ab. So, die Spitze der Welt abschließend Bonusgalerie. Die gucke ich mir noch kurz an. Und ja, meine Fresse, wir haben es geschafft. Ey. 74 alliierte Einheiten mit 24 russischen Einheiten platt gemacht. Und 18 Gebäude wohlgemerkt. Ja, das ist... Muss man auch erstmal sacken lassen. Gut, liebe Leute. Hallo? Achso, ja, ich möchte jetzt noch kurz... Nein. Nicht spoilern. Nicht spoilern. Stärkungen sind eingetroffen. Was ist das für eine Karte? Eine grüne Karte. Oh, Gott sei Dank. Gefechtsführung beendet. Dann sind wir nämlich auch schon in Frankreich. Oh. So viel ist nicht mehr, Leute. So viel ist nicht mehr. Okay. Noch kurz die Bonusgalerie. Hintergrundillustration als Alarmstufe Rot. Des schweren Panzers. Der alliierte Panzer, ja, der sieht geil aus. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder bei Mission 9, Frankreich Testgelände. Gut, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.